Und ihren Mike nicht vergessen. Oh, nun ist es gegeben. der Herr, können Sie kurz weggehen, sonst gibt's eine Rechnung. Nee, dafür müsste ich tatsächlich auf dem Dach stehen. Bin zu weit weg dafür. So teuer kann die Rechnung ja nicht sein. Ja, das stimmt auch. Egal, haben Sie bekommen? Jetzt, oder? Hä, was soll denn das jetzt werden? Dreh hier noch durch. Jetzt? Meine Güte. Ja, tut mir leid, ich bin... Ja, ich will so ein bisschen Motor-Tuning machen, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, diese Motor-Tuning sind gut. Ja, wissen Sie, wie das so Tuning da kostet, dieser Teil? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie das jetzt ist. Okay, muss mal nachfragen. Jetzt so Motor-Tuning und vielleicht auch Style oder so. Also Motor-Tuning ist auf jeden Fall teuer, sehr teuer. So, Bremsen auch, ne? Also ja, willst du Full-Tune haben? Ja. Das wären 60.500. 60.500? Ja. Was geht sich so aus mit 750 Euro? Sie haben 750 Euro. Ja. Hallo Banane. Hallo. Hallo. Moin. Warum sehen Sie aus wie eine Banane? Eine Banane? Ja, von der Farbe her, von dem Gelb, ja. Also es ist nur ein bisschen gelb. Ja, schon bananenmäßig. Also seit wann ist eine Banane weiß? Na, wenn man der Klamotten anzieht, dann wird die so aussehen. Also wir sind in Los Santos und nicht in Ohio, ne? Ein ganz normaler Tag. Ich hab keine Güte auf der Hand. Auf jeden Fall gelb und keine weißen Bananen. Nee, aber das Weiß ist ja nur oben drüber. Besser siehst du auch nicht. Halt die Fresse! Die Banane, ne? Na, wenn die verschimmelt ist, ist sie braun. Nein. Braun ist die normale Reifung. Na, schwarz dann. Aber nicht. Nee, schwarz ist ja schon verbrannt. Na, weiß aber nicht. Wie gesagt, weiß ist Schimmel. Nee. Tragen sie aber viel von sich mit rum, ne? Finde ich nicht. Okay. Und mal selbst das Auto ist weiß. Ja, das ist halt die Farbe so. Ja. Hast du noch nie ein weißes Auto gehabt? Nee. Okay, das ist kacke. Nee, tatsächlich. Ich glaube, weiß hatte ich tatsächlich noch nicht. Weiß ist einfach cool. Man hatte halt nie Lust auf Schimmel, deswegen. Nee, weiß ist kein Schimmel, vertraue. Nee, ja, hier war das. Hallo, ja. Hallöle. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, der muss mal repariert werden. Hier ist keine Haube mehr drauf. Kriegen wir kurz hin. Okay, gut. Wunderbar, okay, ich danke Ihnen. Kein Problem, tschüss. Schöner Mittag noch, Tag noch, was auch immer jetzt gerade ist. Medic! Achso, kein Medic, okay. Ich rasch da aus, Alter! Kann ich dir noch helfen? Warte mal. Also. Kann ich Geld haben? Ich habe selber gar kein Geld. Warum? Die Arbeit, haben doch einen Job. Müssen doch was verdienen. Ja. Geht so zum Medic, die verdienen am meisten. Geht zum Medic, die verdienen momentan am meisten. Verdienen 750% mehr. Bla bla bla. Kann ich Ihnen jetzt noch helfen? Kriege ich jetzt Geld? Ich habe Sie nicht gehört. Kriege ich jetzt Geld? Soll ich Ihnen ehrlich sagen, wie viel ich gerade auf meinem Bankkonto habe? Ja, sag mal. Expose mal. Ungelogen, ne? Also jetzt keine Lüge, kein dies und das. Ich habe nur 3.006 Dollar. Also, sollten Sie mal ein Sparkonto langsam anlegen, ne? Ja. Ja, man muss, wenn das mal gehen wird, aber ich habe leider kein Sparkonto. Ich expose mein Konto nicht, weil ich möchte noch Geld verdienen. Ja, du kannst Trucker-Job machen, da verdient man auch sehr gut. Enemy spotted. Hä? Oxen bin ich dich! Medic! Gib auf der Hand, helft ihm bitte! Einmal Mund-zu-Mund-Beatmung, dann geht das bestimmt wieder. Danke dir, Medic. Und schon sind sie wieder da. Wer hat mich jetzt abgeknallt? Weiß nicht, irgendjemand am Polizeirevier. In die Ecke gesprungen und hat alles abgeschossen, was er kriegen konnte. Wahrscheinlich ist wieder so ein Witzfigur. Mhm. Du wurdest nicht verletzt? Nö. Bin direkt zur Seite hinter die Wand gesprungen. Ja, du warst schlau. Ja, ich hab ja zu seiner Richtung gesehen. Ich hab's im Augenwinkel irgendwie gesehen. Dann seid ihr halt umgefallen und dann bin ich halt aus Reaktion schnell zur Seite gesprungen. Okay, ich danke dir. Entschuldigung. Einmal weg hier, bitte. Das ist aktuell hier. Das ist nicht Sperrzone jetzt. Ja, Moment, wenn ich mein Auto wieder aufkriege. Ja, alles gut.
Tschüssi. Oh, Junge. Wie fährst denn du? Meine Chicken Nuggets verbrennen! Mann, was machst du da? Die Feuerwehr gehört dir nicht. Das macht auch nicht besser. Kannst du nicht Feuerwehr fahren, Junge? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, wo hast du den Feuerwehrwagen? Ich rasch komplett aus! User disconnected from your channel. Hallo Banane. Boah, mein geiler Rücken. Das hat so gut getan. Boah. Ey Banane, wir kennen uns doch. Also Bananen haben auch Knochen, ne? Falls du es nicht wusstest. Nee, Bananen haben keine. Außerdem, Bananen. Wenn schon Minion, Bruder, aber oh. Keine Banane. Kein Minion, Alter. Minion haben doch keine weiten Hosen. Manche Westen Leute sagen Mützen. Minion, manche. Und dann kommt irgendeiner von der Ecke, der sagt Banane. Ich sag Banane. Der hat noch nie und Bananen Schimmel. Gegessen. Der hat noch nie Bananen gegessen. Ja, die verschimmelte Bananen sehen so aus. Nee. Doch. Und ich meine, die Flecken hast du ja auch. Nee. Nein, hier kannst du nicht hauen. Ich schau ja nur. Ich will ja nicht dich hauen. Hä? Sind hier ja drei Bananen. Unterschreib mein Popo. Oh. Sind hier drei Bananen. Schalopsi. Ist das eine Schokobanane? Halt die Fresse. Falsch mit dir. Lass das Auto auch in Ruhe. Nö, bei meinem Auto gibt's nichts mehr kaputt zu machen. Ey. Oh shit. An dem Wagen gibt's nichts mehr kaputt zu machen, außer halt ein Fenster. Fresse. Der ist schon kaputt. Kaputter als kaputt geht's nicht. Und repariert wird er sowieso. Ey. Ja. Reicht aber auch irgendwann, ne? Auto brennt, du Opfer. Sein Auto brennt, geil. Und dafür schimmelt ein Schwarzwanne. Oxim, bin der Hacke, wenn ich dich erwische. Okay, ich hau dich kaputt. Dann gibt's Büro, ja. Was überweist du mir denn? Schwank. Nee, sag. Komm, sag, in welche Zahl? 4-5. Ja, auf ihn zu schlagen. Hallo. Sorry, Chris.